Herzlich willkommen zu einer neuen, unglaublich spannenden Folge Escape from Tarkov. Heute wagen wir ein großes Experiment. Ich habe noch 4 Minuten Scav Cooldown und habe mich entschieden für einen kleinen Pistol Run auf... Ich voll dumm, wenn ich jetzt auf Shoreline gehe, ne? Es ist wirklich extrem dumm. Aber die Map kenne ich einfach inzwischen am besten, deswegen... Kennst du von jeder Party. Die dümmsten Ideen sind am Ende meist die lustigsten. Deswegen, auf los geht's los, auch wenn sie... man kann The Lab auch so spielen und ich habe Scav. Interessant, werde ich mir merken. Aber ich habe jetzt keine Lust auf Experimente um die Zeit, weil wir haben wieder irgendwann brutal spät in der Nacht. Ich wurde gerade als Scav beim Snickers snacken und Juice trinken weggeschossen. Und bin jetzt... dementsprechend frustriert und ernüchtert. Aber ich gönne euch hier noch eine Folge Tarkov, weil ich einfach ein Ehrenmann bin. Also wieder mal Hashtag Ehrenendgegner oder sowas in die Kommentare. Und dann los geht's. Könnte eine kurze Folge werden. Wir trauen uns hier einfach an alles ran. Digga, guck mal, was wir hier dabei haben. Pistole, Bruder. Body Armor, weil ich keine Lust habe, wieder mit so einem Brusttreffer ins Gras zu beißen. Wir haben Splint, Bandage, Painkillers, Medikit, 2 Nades, Ersatzmagazin, Bam, Backpack habe ich uns gegönnt und eine Scav-Vest. Immer mehr. Auf los geht's los und den Autistic Panda, also ganz ehrlich, den snacken wir zum Frühstück und Fight HC, dem werden einfach nicht begegnen. Genau, so sieht's aus. Also bis dahin. Go, go. Okay, es geht los. Es hat jetzt ewig gedauert. 3 Minuten Ladezeit, weil ich vor andere Players gewaitet habe. Ich höre schon im Hintergrund wieder, ihr hört es wahrscheinlich auch Regen. Und ich habe jetzt keinen Bock, dass nachher der gleiche Server ist, auf dem ich gerade gestorben bin. Nämlich so ein gemeiner Typ, der einen erschießt, wenn man Snickers isst. Finde ich nicht nett. Ich mal, wenn es dann wieder länger dauert, man schnappt sich einen Snickers. Oh, what the fuck. Road to Customs. Road to Customs. Okidoki, also ich habe Pistol dabei, ich habe eigentlich alles dabei, so wir können uns komplett flicken und alles und so. Und das Ziel des Spiels ist heute, den einen oder anderen, zumindest Scav, zu vernichten, wieder heil rauszukommen. Ah, mega nice, bei dem Wetter höre ich einfach absolut gar nichts. MRE, was ist das? So eine Feldration, nehme ich an, oder? Meal ready to eat, geil. Nice. Ist auch geil, wenn wir hier irgendwas finden können, was wir in unseren Alpha-Container reinballern können. Ihr seht, ich hab... Nehmen wir den Bohrer rein. Zack. Wir haben schon so einen Akkubohrer mitgenommen. Zack. Ich habe ja letztes Mal, also ich habe ja, also die Folgen, das wird jetzt chronologisch für euch ein bisschen... Oh, nein, 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 einfach nur nein, Digga. Mach keinen Scheiß, warum ist das nicht vollgeladen? Wenn ich einen im Lauf habe. Also, okay, verstehe. Hier quasi 16 Schuss, oder? Ah, bisschen Schocki, bisschen Panzertape, super. Ja, Hammer. Richtig gut. Ist ja der Loot. Sie scheinen irgendwie so ein Deal mit einem Sporttaschenhersteller hier zu haben. Eine Original Railtech Sporttasche. Was ist das? Was ist hier gerade so ein Schalldämpfer? Raid, können wir das irgendwie versprühen? Das wäre mega cool. Das würde ich jetzt irgendwie feiern, wenn man das dem Gegner irgendwie in die ins Gesicht, ich würde sagen, in die Futterluke reinsprühen könnte. Natürlich niemals Fresse gesagt. Was denkt denn ihr? Ich verbitte mir solche Kraftausdrücke. Ja, merkst du, ich bin ja wieder extrem unlustig drauf. Als ob du je lustig gewesen wärst, du Vollidiot. Ja, ist möglich. Ist möglich, aber ich verbitte mir auch Beleidigungen, ja. Ich höre gerade voll Selbstgespräche. Da kann er da, der sich mit mir unterhält, der. Der Flix-Dekanis Majoris, an dieser Stelle sei er herzlich gegrüßt, falls er diese Folge schaut. Ich weiß, dass der ab und zu auch meine Folgen anguckt. Er fehlt einfach. Ich habe da niemand,
der sich für mich in die Kugeln schmeißt. Hey, ich dachte, es wäre dieses kleine Siedlungsdorf da, in dem nur zwei Häuser sind. Das ist jetzt natürlich irgendwie... Das ist ja irgendwie, ne? Digga, jetzt bin ich hier voll überlastet. Wo ist denn der fucking Hauseingang von der Hütte? Boah, es sind mega viele Häuser. Es ist schon intelligent, die Tür... Eine Haustür, die nach außen öffnet, ist schon... Schon vom Feinsten, sowas in sein Haus einzubauen. Also das werde ich auch mal machen. Sollte ich mal jemals in diesem Leben Besitzer eines Eigenheims sein, so wird das nach außen aufgehende Türen haben, einfach um die Leute zu verärgern. Ja, geiles Quartier auf jeden Fall. Natürlich Sporttasche. Sporttasche ist da. Sporttasche ist immer da. Cigarettes. Stange. Und irgendwas Fragwürdiges. Milch. Milch ist gesund. An dieser Stelle finden wir jetzt keine Milch ist gesund oder ungesund Diskussion. Ich dachte, ich hätte das gehört. Und Spuren verwischen. Ich dachte, ich hätte eine Tür sich schließen hören. Auf jeden Fall auf der Hut sein. Der Regen ist halt echt schon so pain in the ass. Hier spricht die Polizei. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Elender Schweinebacke. Wusste der Typ nicht, dass man die Jacken durchsuchen kann. Weiß ja auch nicht jeder. Toll. Weiß ja tatsächlich nicht jeder. Gibt aber überhaupt keinen Sinn, dann Bajonett. Ist dann Bajonett spawnen. Oh, ich will ja weg. Ich habe keinen Bock. Da war jemand vor mir. Und da dieses Dorf nicht mehr jungfräulich ist, möchte ich hier nicht weiter sein. Danke. Hier chillen immer die Scavs, ne? Müssen wir einfach mal so an die anschleichen. Mal gucken, ob wir da den einen oder anderen ein bisschen weghauen können, oder? Weiß nicht. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte ein sehr gutes Gefühl bei der Aktion. Oh ja. Kann ich durchschießen, oder? Wir müssen einfach schneller sein als er, wenn er uns trifft mit der Shotgun, dann sind wir ganz schön im Arsch. Wo ist er? Es ist jetzt nicht fair, dass du deine Position wechselst. Hallo, hopp. Okay. Jetzt müssen wir mega clever agieren. Das war ja katzengleich. Was ist denn für ein Scheiß hier? Einen Schuss abgeben, rumfluchen oder wo ist es schon dann? Den Verschwindebus machen oder was? Oh Gott. Oh, leg dich hin. Leg dich hin. Digga, leg dich hin. Leg dich hin oder wir sind tot. Moment, wo bist du? Kleiner Elender. Ja, was ist das denn für ein. Alter. Ich kann da eigentlich nur als Verlierer rausgehen, weil er sieht mich ja in jedem Fall, weil er einfach ein Bot ist. Komm schon. Schieß, aber triff mich nicht. Dann weiß ich, wo du bist. Oh, Jesus Maria. Da gibt's denn so eine Atom... Ah, bist du ein dummer Motherfucker. Alter, schießen... Mal schießen wir mit... Mit, keine Ahnung was, mit Papierkügelchen oder wie viel Hits sind denn nötig? Ja, hör mal auf hier, deinen Arm so zu moven, das ist ja furchtbar.
Ja, mega geil. Jetzt auf, dann werfen wir jetzt den Drill weg. Legen die Pistole hier rein, zack. Zack. Diese Kondensmilch da, die... Was ist das denn für ein Ding? Sieht wertvoll aus. Darum schmeißen wir das raus. Kippen weg. So, zack. CPU-Fan. Bloß nicht zu lang warten, oder? Alter, war das Timing oder war das Timing, ne? Da leckst mich fett. Das war gut. Das war richtig gut. Zwar... Instinkt, meine Freunde, Instinkt. Ich habe es hier gefühlt. Ich habe es gefühlt. Ich dachte, da kommt gleich was. Was Ehrenloses. Mir gedacht, ich will nicht wieder einen Snickers essen. Das hat mir echt mega Unglück gebracht. Die Duct Tape, das kostet einfach nichts. Das weiß ich. Irgendwas Duct Tape hier entsorgt. Und die Kippen will ich nicht unterstützen. So. Und, ah, geil, das haben wir auch noch. Nice. Hatte der andere eine Kopfbedeckung? Ich bin irgendwie Fan von Kopfbedeckung. Da friert man nicht und... Oh, das ist ja geil. Ja, so eine Pudelmütze. Finde ich cool. Finde ich schön. Gefällt mir. So, weiter geht's. Also, so langsam geht's ab, wa? Mal vorschlagen. Okay, es scheint... Ne, hat gar keinen Schuss abgegeben. Wir haben ihn ja platt gemacht, bevor er überhaupt irgendwie... realisieren konnte, dass wir da sind. War nicht schlecht, ne? Manchmal habe ich gar nicht so schlechte Reaktionen, was? Also ich bin... Vielleicht... Ich bin sehr unwissend in dem Spiel, aber... Manchmal... Manchmal auch extrem unfähig. Aber... So, manchmal habe ich auch meine Momente. Hot Rod. Ich glaube, Hot Rod ist geil, oder? Ich würde sagen, jetzt gönnen wir uns ein bisschen Milch. Das ist ein bisschen Milch. Wir ziehen uns die ganze Packung rein. Zack. Bam, Junge. Einfach beides voll Energy. Und jetzt haben wir noch Platz für Hot Rod. So. Sehr gut. Und wie sieht es denn mit den Punkten aus? Ist der eine jetzt offen? Nö. Einfach nö. Also ich weiß jetzt auch gar nicht. Ein Druckerpapier mitgehen lassen. Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, wann der sich öffnet. Das ist ja... Das ist halt auch die Krux an der Sache, ne? Ja, ich habe keine Ahnung und ich habe jetzt eigentlich auch überhaupt keinen Bock hier. Keine Ahnung, wie viel Minuten, Stunden zu warten. Wie lang geht denn das? 49 Minuten muss ich draußen sein, aber ich habe keinen Bock, danach eine halbe Stunde irgendwie zu warten oder so, wie so ein Idiot. Hier können auch Gegner sein, glaube ich, beim Supermarkt. Jetzt müssen wir sie halt im Nahkampf einfach cashen mit der Shotgun. Da sind ja gar keine Schnitte hier. Wenn wir das clever als runterspielen, dann sagt er und scheitert am Zaun. Hm? Wie gesagt, wenn wir das jetzt halbwegs schlau machen, dann ist da. Ist er fertig mit ihm? Ja, okay. Granaten habe ich übrigens auch dabei, so für den Fall eines Falles, nur damit wir da einfach ein bisschen Party mitmachen können, ja. Irgendwie hat sich da irgendwas gemoved. Kurz gedacht, dass im Augenwinkel irgendwas wäre da gemoved. Ich trau dem Gebiet hier nicht. Ich bin mir extrem sicher, wirklich extrem sicher, dass hier auch Scavs schon waren in einer der vorherigen Folgen. Ich habe mit dem Kanis schon Scavs erlegt, ich selbst auch und... Ich weiß ja nicht. Ah, geil. Komm, gib mir was Feines. Das ist nett. Das ist wirklich nett von dir, dass du mir ein P226 Magazin gönnst. Finde ich cool. Danke. Frames, wir laufen in die Richtung. Fuck, wir müssen eigentlich zum... Was haben wir noch hier so in petto? Hm.
CC. Alter, wir sind übel weit weg. Das ist ja furchtbar. Ja gut, ich würde sagen, wir laufen hier so. Eigentlich wäre es am schlauesten, wir laufen hier lang, aber ich will nicht durch die Pampa laufen. Ich kenne mich hier überhaupt nicht aus und hier waren diese Explosionen. Oh Gott im Himmel, Leute, die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier lebend rauskommen, ist schon ein bisschen gering, du. Mal ganz kurz, haben wir hier irgendwas, das wertvoller wäre als das Zeug hier? Ja, wahrscheinlich am Ende so ziemlich alles, was wir dabei haben. Und das ist wieder voll dumm, aber Xeno, was ist das? Was ist das? Ist es so ein Leuchtzeug oder was? Keine Ahnung. Jetzt auch überfragt. Ich kann ja nicht alles wissen. Also ich weiß schon einiges, aber nicht alles. Das wäre ja irgendwie auch langweilig. Schreibt in die Kommentare, was ein, wer oder was ein Xeno ist. Könnte eine längere Folge werden. Könnte auch jederzeit enden. Also. Bleibt spannend. Bleiben Sie dran. Unser heutiger Videosponsor ist Wasser. Erfrischend und klar. Das Dorf so nah an der Straße, den ballern das eiskalt weg. Wenn da einer steht, der wird so weggeschratzt. Pass auf, wenn der hier steht, bam, einfach zwei Schuss. Geht noch nicht. Was geht denn? Geil, dann können wir Skiff Island gehen. Können wir Skiff Island gehen, Bruder? Voll bepackt, aber was ist los? Freut sich halt der, der uns umlegt. Oh, das ist natürlich jetzt nice. Nehmen wir natürlich mit. Solche Aufsätze. Gut, dann. Die Hässlingsschokolade da einfach weichen. Das ist ja so. So, das war jetzt gar nicht so dumm, was? Props an mich. Okay. Jetzt beobachten, ob hier irgendwas so an Pixelmännchen in Range sichtbar ist, was hier so über die Insel huscht. Weil wenn da was über die Insel huscht, dann müssen wir das auf jeden Fall nicht tun. Wobei, dann würde ich es eigentlich gerade machen. Ich fürchte weder Tod noch Teufel. Einfach furchtlos. Und wir haben uns ja jetzt schon, aus einer Pistole haben wir jetzt schon eine Shotgun gemacht. So quasi im Gun-Game von Tarkov. Ach, scheiß auf Lärm, scheiß auf Silent. Wir sind ehrliche Boys. Schleichen nicht so dreckig wie die anderen. Wir haben das überhaupt nicht nötig. Gleich bumm. Muss einfach schneller sein als er. Ich meine, keine Ahnung. Ich war wahrscheinlich derbe überrascht, wenn da einer plötzlich so idiotisch angerannt kommt. Ich wüsste eventuell gar nicht, was ich machen soll. Oder wird es halt versauen, wenn ich voll unter Druck gesetzt werden würde. Gut möglich. Oh, nice. Das ist schon mal gutes. Schüsse. Das waren Schüsse. Erst kurz gedacht, mir ist das Blut in den Adern gefroren. Nicht, das wäre eine Waffe. Darum habe ich gerade so dumm geguckt. Aber dieses Set ist auch wertvoll, ne? Ich glaube so 17.000 oder sowas. Wäre wahrscheinlich schlauer als die Bumme. Ich spekuliere immer noch auf eine Waffe. Ja, das werde ich wahrscheinlich lang machen können. Ah, Magazin. Wahrscheinlich immer noch mehr wert als die verflixte Waffe, die ich hier bunker. Gibt eigentlich so im, wahrscheinlich im Endeffekt ergibt es überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache mit der Waffe. Jetzt mal kurz was checken. Dieses Xeno, ich weiß nicht, ob das wertvoll ist. Den Applicator Tube, das ist. Dieses Ding doch, das ist so Silikonscheiß oder was? Ja, das ist so Bauschaum, oder? Kippen wir auch mal weg, zack, pass auf. Aber das ist nämlich so, pass auf. Ich finde das aber ziemlich ungeil, dass ich hier so gerade irgendwie Action veranstaltet, so vor meiner Haustür, du. Ja, wie finde ich denn das? Wir nehmen jetzt hier nämlich dieses.
Diese nehmen wir jetzt nämlich mit, weil davon weiß ich sicher, dass es mindestens 15.000 oder 17.000 gibt. Ist da vielleicht eine Waffe drin? Für mich? Nein. Schade. Also ich finde, ich hätte es verdient gehabt. Also aus der Richtung wird geballert. Definitiv ein Grund, uns dorthin zu begeben. Ich weiß halt auch nicht, wie viel die immer mitnehmen, so an Munition. Ich könnte mir schon allein von der Munitionsknappheit her solche ausgiebigen Feuergefechte gar nicht erlauben. War gerade mega gruselig, dass ich in mich selbst reingesehen... Alter, dass ich mich selbst sehe, das ist ja übel gruselig. Kann man glatt meinen, da scheint einer so vor einem. Zack. Zack. Ich würde sagen, wir gehen in die Wälder. Sag mal. Ja, Pier Boat ist immer noch nicht offen. Was ist eigentlich los? Ist schäbig. Weiß nicht, ob die Shotgun hier so intelligent ist. Wahrscheinlich nicht. Haben wir Munition. 14 von 15, das ist cool. Absolut gut. Na gut, dann. Road to Customs. Das ist schon brutal weit. Also wenn wir es bis dahin schaffen sollten, dann wird es die mit Abstand längste Folge, glaube ich. Oder? Weiß gar nicht. Ist schon weit. Hey, kommt ja erst. Erst die Scav-Tanke. Dann kommt der Leuchtturm, dann kommt CCC Temp, dann kommt der Bogen. Eigentlich müsste ich hier diagonal durchlaufen, aber ich spekuliere halt immer noch drauf, dass Pier Boat freigeschaltet ist, bevor ich hinkomme. Also ich spekuliere jetzt einfach mal drauf. Moment. Nach 40 Minuten. Nein, okay, gut, dann. Keine Ahnung, ich habe jetzt auch keine Lust, 5 oder 10 Minuten noch hier rumzueiern. Ich glaube, wir haben auch Leute, definitiv keinen Bock auf Leute wie mich. Ich sag's euch, aber wenn uns einer blöd kommt, wenn wir einen sehen, werden wir ihn auch mit einer Nade bewerfen. Also ich hoffe, ich denk dran. Ich werde langsam ein bisschen müde, muss ich gestehen. Ich bin hier mich gerade auf Nachtrhythmus einpolen. Ich habe den Nachtrhythmus nicht mehr so drin. Und deswegen, also wir haben jetzt, glaube ich, nach 4 ein bisschen. Morgen muss ich bis um 7 arbeiten, deswegen, also heute Nacht muss ich bis um 7 arbeiten. Also wenn ich es jetzt in dem Zeitpunkt, wo ich es aufnehme. Deswegen muss ich mir jetzt hier auf Nachtrhythmus so eingrooven und muss halt um die Zeit wach sein, auch wenn es ärgerlich ist. Wenn ich gerade echt mit Müdigkeit zu kämpfen habe, sonst halte ich das einfach nicht durch. Jetzt heute zu gewohnter Zeit, gerade so um 2 oder 1 teilweise auch ins Bett gehen würde, dann... Ja, hätte ich so einen Tagesüberschuss von mehreren Stunden, ihr wisst. Alter, pass auf. Jetzt kommt der Sharpshooter. Hat den das eigentlich gerade gar nicht gejuckt, oder was? Alter. Du bist ein... Ich meine, Alter, der hat mir meinen Arm zerschossen. Du kleine Bitch. Das... Werde ich dich so aus dem Leben bumsen. Okay, was mich bumst du? Alter. Dicker. Das war total dumm, was ich hier gemacht habe. Shit, I'm hit! Genau, gleich mal rumschreien hier. Junge, helfe mal, ihr anderen Arschlöcher. Ah. Okay. Alles ist cool. Es sind nur Fleischwunden. Haha. Ja, verpasst du dir jetzt hier. Ey, yo. Aber wir nehmen die Hintertür, wa? Tschaußen! War geil mit euch, ne? Ich besitze momentan nicht die Bewaffnung, mich auf ein Gefecht mit euch einzulassen. Aber irgend so ein Bösewicht hat früher immer gesagt, ich komme wieder. Hat er uns unsere Weste geknallt? Nee, irgendwie nicht. Hä? Die Weste hat fast nichts abgeregt, aber unser Torso hat ziemlich was abgeregt. Was ist denn das für eine schäbige Weste, wenn da alles durchgeht? Ob ich da noch Garantie drauf habe, wenn ich das überlebe.
Und jetzt gehen wir in die Welt und jetzt wird dem Typen also dermaßen der Arsch aufgerissen, dem kleinen Ehrenlosen. Den Invaliden mit kaputtem Arm zu schießen, ich werde dich lehren. Ich werde dich lehren, Bürschchen. So übel gierig. Ich habe doch Angst, wenn ich mich nicht schnell bewege, dass die derben Schüsse reinkriege irgendwie. Sag die Health. Nicht so geil, aber ich glaube, der Arm ist einfach sauber kaputt. So, die noch hält ihn noch dran, das ist ja alles geil eigentlich. Zittern auch nicht arg, also es. Uns geht's gut, der Arm wurde quasi so sauber abgetrennt, wenn ihr wollt. Alter. Also hier stand der blöde Kerl irgendwo hier rum. Ich hab halt keinen blassen Dunst. Wenn der jetzt hier in einem Busch hockt, dann lacht er sich halb tot. Wir müssen jetzt hier wirklich richtig schlau sein. Ist jetzt dieser Punkt endlich mal frei? Ah nö, lass dir Zeit, alles geil, ja. Oder ist der frei? Und ich weiß es noch nicht, ich will, wenn es zum Pierboot gehen will, sonst sehe ich hier absolut keine Überlebensmöglichkeit. Wo ist der Kerl da, der unseren Arm auf dem Gewissen hat, eigentlich hin? Die Pistole ist halt schon schlecht durchschlagskräftig. Wir haben ihm, glaube ich, einen Headshot oder irgendwas verpasst. Er hat nur so bling gemacht. Das hat ihn nicht interessiert. Jetzt. Geht der? Hä? Wo ist der zweite? Wo ist der zweite Schütze? Oh nö, das ist gerade echt eine ekelhafte Situation. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein. Ist überhaupt ein Scaff. Oh, du kleine Muschi. Ach, wie schmeckt dir das, du Hund? Ja, was ist das, du Bastard? Ich ficke dich. Okay, vielleicht nicht. Weiß nicht, wo der ist. Vielleicht von den Hügeln. Wir fliehen auf jeden Fall. Das ist wieder taktischer Rückzug. Na, heute geht's ab, wa? Gegner nicht sehe, dann kommen wir jetzt rein. Machen hier die Tür zu. Simuliert dem Gegner auch Entschlossenheit, wenn hier einer drin ist. So von wegen, es verlässt die Tür nur einer. Auf. Warte mal, wir checken hier. Ein Safe, aber der ist garantiert leer. Ja. PC. Festplatte, die ist wertvoll, glaube ich. Na, dann muss das Meal Replacement eben drauf gehen. Also die Festplatte mit irgendwie schlüpfrigen Bildern ist natürlich schon geiler als so eine Mahlzeit-Ersatzpackung, ne? Wissen ja doch alle. Hust, hust. Die nehme ich nur von Freunden mit. Dollars. Dollars. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Hier komme ich ja niemals mehr lebend raus. Was? Plastik-Scheiß. Jetzt ist die Frage, wer hat auf mich geschossen? Alter. Bitte, lass den Punkt jetzt doch mal frei sein. Bitte, das gibt's doch nicht. Warte, es ist bis 30. Dann bestelle ich schon mal so ein vorgefertigtes Grab. Einfach, weil hier ist unser Escape-Punkt da. Diejenigen, die es nicht wissen, da ist Pierboat.
Und da sitzen Bösewichte. Die mir an meinen kleinen Popo wollen. Und ich will nicht. Mag nicht. Bloß an hier rein, nicht an Spocks. Habe ich den am Ende mit der Nate zerfetzt? Das wäre sowas von ultra geil. Die Richtung hat schon gepasst und ich hatte in dem Moment wirklich furchtbare Angst, dass ich am Ende die Nate dagegen das Ding werf, gegen die diese Abgrenzung, ihr wisst. Wäre so fail geworden, ich mir die Nate am Ende selbst ins Gesicht geschmissen hätte. Das wäre so dumm wieder, aber so typisch. Sagt der Zeit. Was sagt der Zeit? Es muss doch nach einer halben Stunde sein. Bitte, das ist doch nicht normal. Mal vorsichtig die Hintertür rausspicken. Ich glaube, wir fassen ins Feuer. Jetzt einfach naiv, wie ich nun einmal bin, davon aus, dass hier hinter mir alles clear ist. Könnte natürlich auch denkbar dämlich sein. Wenn wir jetzt hier wieder beschossen werden, dann gehe ich fest davon aus, dass es ein Skeff ist. Und dann werden wir ihn bekämpfen und werden ihn töten. Okay? Ich sehe den halt nicht. Hier sehen wir noch die Verwüstung, die unsere Nate angerichtet hat. Ich drücke hier schon so... Alter, du kleine Missgeburt. Kleine, du bist überhaupt kein Ehrenmann. Ich hab mir meinen Arm kaputt gemacht. Ich hätte gern meinen Arm zurück. Alter. Das ist ein Spieler, der absolut kein Leben hat und viel zu viel Munition. Das gibt's doch gar nicht. Wir laufen jetzt zu Pier Boat. Rennen. Wo zum Geier bist du? Du Elender, jetzt habe ich dich gesehen. Jetzt habe ich dich gesehen, du kleine... Du kleine... Alter, wow. Das gibt's doch gar nicht, der Typ. Ja, ist alles geil, Mann. Wir fixen das. Ist alles cool, Digga. Alles cool, wir haben Verbände. Oh, warte, wo haben wir Verbände? Bruder. Da, Bandage ist auch. Es wird alles wieder gut. Unsere Weste ist ein absoluter Witz. Keine Ahnung, haben wir die irgendwie bei Pennymarkt im Sonderangebot gekauft? Ich weiß es nicht. Wie ehrenlos ist denn dieses... Entweder es ist ein... Alter, diese Frames. Seit dem letzten Update furchtbar. Wir riskieren das jetzt. Ich hoffe einfach, dass die Zahlen... Fragezeichen sind und es einfach so dann heißt, ja Mann, du musst einfach irgendwann hin und dann ist entweder frei oder nicht. Komm bitte, bitte, bitte. Das Pier Boat, oder? Leg mich jetzt hier hin, das ist jetzt mega, mega, mega risky. Risky, jisky. Und ich check gerade die Map, ob ich auch im richtigen Spot lieg. Das dauert nicht mehr lang. Achtung, so. Ja, fuck off, das ist der richtige Spot und ich weiß nicht, wann es ihn unlockt. Ich halt längst bei der Road. Jetzt reicht's. Jetzt ist entweder, Freunde, kommt hier an dieser Stelle irgendwie so euphorische, so kriegerische Musik. Jetzt vernichten wir den Typ, der da oben sitzt, oder wir werden eben vernichtet, weil so der geile Loot ist es jetzt auch wieder nicht. Und Geld haben wir eigentlich auch genug. Und jetzt geht's um den Kampf. Wir fürchten nämlich weder Tod noch Teufel. Erst recht keinen kleinen, dreckigen Camper, der da oben sitzt und uns das Leben zur Hölle machen will. Genau. Jawohl, den werden wir jetzt vernichten. Oder er vernichtet uns. Wir wollen ja schließlich nicht ewig leben. Nur wie kommen wir an ihn ran? Das müssen wir jetzt clever machen. Pass auf. Das werden wir clever machen. Jetzt pass auf. So. Sind wir hier nämlich so schon unter seinem Radar. Jetzt denkt der Typ so, oh ja, oh, was ist mit dem? Ich sitze da oben und camp und der muss ja hier langlaufen, der ist ja dumm und ich sitze einfach auf meinem Scheißberg und will mich überlegen und so.
kleine Hure. Und er ist voll gepanzert. Und ich habe ihm voll eins reingedrückt. Aus der Distanz mit einer Shotgun, da müsstest du mindestens so schwere Rippenbrüche haben, egal mit welcher Panzerung. Das gibt's doch nicht. Der Code Fox. Oh Gott im Himmel. Ich wissen, ich sehe halt nicht, wie viel ich dem Schaden gemacht habe. 221 hat die fucking... Alter. Die scheiß Dings einfach mal gefressen. Die scheiß Weste von dem Typen nehme ich an. Die anderen hatten keine Weste an. Aber doch, der eine hat... Ne, der eine, die hatten keine Weste an. Oh, die frisst halt schon brutal, Mann. Mal bist du da im... Na nee, du hast ja 400 oder so, glaube ich. Also es ist echt... Ich habe schon viel Schaden gemacht. Also er wäre ohne Weste wahrscheinlich... Hätte das vielleicht wahrscheinlich nicht überlebt. Wie dem auch sei, ich habe gesagt... Wir checken das. Sind wir halt wieder... Nackedei hier. Drück auf los. Ich werde uns wieder so rudimentäres Equipment kaufen. Ich muss jetzt erstmal schlafen gehen. Und... Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser relativ langen Folge Tarkov. War schon viel los und viel geboten. Lasst dafür ein Like und ein Abo, damit es euch gefallen hat. Auf Facebook, Endgegner in-game, könnt ihr mich unterstützen und liken. Und Trainingsgeflüster, soundcloud.com/Trainingsgeflüster, mein Sport- und Entertainment-Podcast. Wenn ihr von meinem Stimmchen nicht genug kriegen könnt, bis dahin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal und tschüssi.